Morgen. Heute ist Fasching bei Hermine und Co. Ja. Oh Mann, du siehst echt gut aus, Snoopy. Hermine Granger. Zauberstab. Jacke. Bist du zufrieden, Anouk, mit deinem Kostüm? Gefällt dir? Mhm. Schön. Ja, ich glaube, Anouk sieht sehr zufrieden aus. Also ich fahre jetzt ins Auktionshaus, weil heute Auktionsdienstag ist. Ganz simpel. Schauen wir einfach an, was die da zu bieten haben. Ich habe jetzt... Ja, immer wenn ich nach Hause komme, hätte ich nur eine Stunde Zeit. Und wenn ich im Auktionshaus ankomme, habe ich halt quasi auch eine knappe Stunde, weil ich muss ja noch nach Hause kommen dann und den Laden aufmachen. Also eine halbe Stunde nehme ich mir nicht immer und dann fahre ich wieder los, die Vorgebote ab, wenn was Interessantes dabei ist. Andernfalls nicht. Ich bin gespannt, ich fahre hin, ich werde sehen, was sich mir da bietet. So, ich bin jetzt angekommen. Ey, die ist noch ein bisschen früh. 10 Minuten habe ich noch, dann jetzt drin. Ja, was soll ich sagen? Nicht viel. Ich habe eine Sache in Auftrag gegeben. Ob Carsten mir die mitbringt, muss man mal schauen. Ne? Ist im Haushaltsregal. Und man muss ja immer das ganze Regal kaufen. Und da habe ich natürlich keinen Bock zu, den ganzen Scheiß zu kaufen. Deswegen habe ich zu Carsten gesagt, soll er mir mitbringen. Schauen wir mal, ob das klappt. Doch, komm, auf den Kunden müssen wir nicht lange warten heute. Morgen. Du wartest schon? Ja, ich bräuchte eine Luftpumpe. Eine Luftpumpe? Da muss ich muss erstmal einen Schlüssel von drin holen. Kein Stress. Ja? Ich bin gleich da. Ja, ich muss kurz runter, da steht schon ein Kunde vor der Tür. Der erste Kunde ist bedient. Er hat seine Pumpe gekriegt. Voll bedient. Also 0 Sekunden bis zum Start, sogar minus 10 Minuten waren das. Da war der schon da. Hol die Neuigkeiten, Wolfgang. Ja. Wolfgang. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Hier hast du was zu hören. Ah, Reklame wieder. Ja. Na ja, gut. Reklame. Wenn einer die braucht, du weißt doch, ich hab ja, meine. Okay. Bitteschön. Nee, na, so. Lies mal vor hier, Guten Wolfgang. Guten Abend, wurde der Koch an seinem Arbeitsfest am Kuhland abgeführt. Jeder verhaftet. Das war mir klar, dass der das ist. Also ganz, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also, ach, Scheiße. Also. Und hinten? Was gibt's da? Steig dich jetzt? Hallo Tina, ich bin Tina. Was ist das für ein Quatsch? Ist das die Tina Jörg? Da, nee, Tina, wie heißt die Tina? Tina Lopez oder wie die Tina heißt? Turner? Ja, Tina Turner, Tina Lopez. Die bin ich fast ähnlich. Tina, ja. Tina? Warte mal. Die sind da, die Engländerin. Ah. Mann schießt mit Pfeilen. Auch nicht schlecht. Aber bestimmt Dennis. Dennis schießt ja gerne mit Pfeile. Ist der noch nicht da? Nee, der war noch nie da. Der war gestern auch nie da. Okay, warte, war ich da. Morgen. Moin. Ich hab's gestern noch nicht mehr geschafft, das Haar zu holen. Warte mal, gebe ich mal einen Falter raus. Ja, bitte. Alle zu früh mit Abholung und allem. So, jetzt zeig noch mal her. Jetzt möchte ich das mal wissen, ey. Der Idiot, der Arsch, der Idiot. Der Drecksack. Alter. Oh. Gestern Abend wurde der Koch in seinem Arbeitsplatz am Kudamm abgeführt. Jetzt doch Rebekkas Schwager verhaftet. Gegen Florian wurde Haftbefehl erlassen. Er schweigt. Idiot. Ja. Der Penner, warum schweigt er denn? Oder? Ist ja noch schlimmer. Jetzt schweigt der auch noch. Oh, weg. Oh. Kann doch nicht sein, so weit. Wie alt ist der denn? 27. Den Verdacht auf Totschlag. Gottes Willen. Das ist doch furchtbar. Furchtbar ist das, Wolfgang. Furchtbar? Hä? Was ist furchtbar? Ja, das ist furchtbar. Na, sag mal. Das
jetzt so scheiße. Morgen. Hallo. Hast du schon gesagt, du bist ein bisschen spät dran. Entschuldigung, habe ich nicht. Du kriegst ja gar nicht mit. Von der Seite. Mit deiner Zeitung lese ich natürlich mit dir. Aber ja, du bist egal. Hey, Wolfgang, ich mach jetzt mal, Frühstück. Mach mal Frühstück. Und dann moin, moin. Und dann bin ich später runter. Und dann sehen wir uns nachher. Genau. Das ist doch schlimm. Die hat bei der Schwester übernachtet. Das ist dramatisch. Die ist schon erwachsen, 28, die Schwester. Ja, die Schwester sagt. Ja. Genau, und hat dann, musste dann zur Arbeit und hat dann ihren Freund angerufen, mit einem Typen. Das ist ihr Freund? Ja. Ach, das ist ihr Freund? Ich habe ja nicht so weit gelesen. Nee, das ist der Mann von der Schwester. Das ist ihr Freund, ihr Mann. Der Freund, der Mann von der Schwester? Genau. Ist mit ihm verheiratet, dem auch Kinder und so. Ja. Und die hat ihm angerufen und gesagt, na, die hat da übernachtet, das Mädchen, weg mal, Rebecca, die muss zur Schule gehen. Ja. Und dann, als er sie wecken wollte, war sie angeblich nicht mehr zu Hause. Oh, das aber das, die Polizei hat schon herausgefunden, laut WhatsApp-Nachrichten und so, dass sie noch eingeloggt war im Hausnetz um 8 Uhr. Also er sagt, um 7.15 Uhr war sie schon weg. Um 8 Uhr und kurz nach 8 war sie anscheinend noch im WLAN drin. Ihr Handy zumindest war noch im Haus. Und dann irgendwann wurde es abgestellt. Und was aus. Und dann haben sie ihn schon mal verhaftet, mussten dann wieder freilassen. Dann hatten sie eine Hausdurchsuchung, haben aber nichts gefunden. Jetzt haben sie ihn wieder verhaftet, haben sie Einspruch erhoben wegen der Freilassung. Also irgendwas müssen sie ja haben. Irgendwas, was fraglich ist. Die sagen natürlich nicht so viel. Was macht der denn? Ist das ein Idiot, ey? Was ist denn da los? Ich wollte im Auraweg oder mal vorbeifahren. Das müsst ihr mal zum Krankenhaus fahren. Oder zu Mama. Ja, halt. 15 Jahre, Mann, ey. Ja, meine Schwester. Schämen sollten die sich, Alter. Ich weiß nicht, mit den Leuten los ist, ey. Fällt überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Man weiß halt, verschwindet dieses Kind. Keiner weiß. Die Eltern haben ja dann eine Vermisstenanzeige. Die haben ja noch der Polizei gedacht, nein, der Schwager ist auf keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall ist er verdächtig oder so. Der hat ja Schutz genommen. Aber es passiert trotzdem meistens immer wirklich tatsächlich in den eigenen Kreisen oder irgendwas. Ne? Kann nicht sein, ja. Das ist selten, dass es ein Fremder von außerhalb irgendwas macht. Ist das schlimm. Keine Ahnung, wie das mittlerweile sehen. Die Schwester sucht ja jeden Tag einen Ruf zum Suchen auf von ihrer Schwester. Und seinen Tagesablauf kann man denn nicht rekapitulieren anhand von Handyfunkmasten? Naja, deswegen hat sich ja ein Widerspruch verschickt. Kann man natürlich auch nicht sagen, weil es eine Polizeiuntersuchung noch sind. Ne? Können Sie noch nicht immer sagen, was los ist. Aber es ist sehr widersprüchlich, was er gesagt hat. Jetzt schweigt er, jetzt sagt er gar nichts mehr. Jetzt haben Sie die Schwester auch schlimm sehen, wenn er da so einen Typen hat. Stell dir mal vor, du bist mit dem zusammen. Was mit den Kindern? Was mit den Kindern und dann auf einmal steht so ein Verdacht im Raum und dann denkst du, okay, naja, ich würde den ja erstmal auch glauben. Ja, würdest du mir ja auch glauben. Würde ich dir auch glauben, aber dann wird dann noch unverhaftet. Und dann halt auch immer hier unten einen glatten Fußboden, ist die Beule da hinten weg und dann liegt den da drinnen. Das ist total bescheuert, wa? Und dann. Du kannst ja nicht so, kannst ja nicht mitgucken in den Menschen. Und nimm den mit wieder. Aber man muss doch den Menschen kennen. Du musst doch den Menschen kennen oder sind die noch nicht so lange zusammen? Nein, wenn die Kinder haben, Kinder. Ja, 27, ja. Ja, aber trotzdem, man lernt man. Ich weiß es nicht. Kann man sich so vorstellen. Die scheinen ja auch ein Haus zu haben und sowas. Vielleicht eine Art-Top-Geschichte. Ja, haben die sich gestritten und er wäre ins Übergebraten oder keine Ahnung. Scheiß, Dreck, ey. Hat die ein bisschen gezickt. Und der ist ausgeflippt. Ich weiß nicht, wer das für ein Typ ist, wenn er jetzt nicht ist. Cholerika, oder? Schiebt mal schnell irgendwas und dann falsch getroffen. Und dann hat er auch Schiss. Hi. Hi. Brauchst du was? Ja. Was denn? Nein. Ach, halt brauchst du. Fahrrad hat ein bisschen gelitten im Winter und außerdem sind die Bremsscheiben, die haben ziemlich runter. Was macht ihr eigentlich am Feiertag? Am Freitag, den Feiertag. Ach so, ihr seid ja nicht aus Berlin alle. Manche schon. Ja, tut mir wirklich leid. Also hier muss man sagen, hier wird Diskriminierung noch groß geschrieben. Denn in Berlin alle dufte, aber sobald
du nach Brandenburg fährst oder so, da gibt es ja keine Frauen mehr, ne? Da gibt es doch keinen Frauentag mehr, Frauenfeiertag sage ich schon, Frauentag. Ja, Frauentag ist in Berlin jetzt Feiertag, zum ersten Mal, weil wir ja so tolerant sind. So, und uns überall und aus allem raushalten müssen. Aber wenn wir so tolerant sind, warum ist denn nicht das ganze Land tolerant? Warum haben wir denn in Brandenburg zum Beispiel, warum gibt es denn nur in Berlin den Feiertag? Frauen gibt es ja überall. Dann sollen sie das doch machen, sollen sie das doch einführen. Ganz die ganze Welt. Ganze Welt, ja. In vor allem in Indien, das ist in Indien, da sind die Frauen nämlich richtig gut dran. Da können sie auch mal einen Frauentag machen, da wissen die ja nicht, was das ist. Da denken sie, oh, da dürfen die Frauen doppelt arbeiten. Nee, da haben die Frauen mal frei, dürfen sie mal zu Hause bleiben. Na, aber schöne Scheiße. Wo fängt das an, wo hört das auf? Finde ich unding. Also solange man das nicht geregelt hat, führt man auch keinen Feiertag ein, heutzutage mehr. Da freuen die sich immer noch alle drüber. Oh, Berlin, wir haben frei, oh, toll. Ja, scheiße. Ja, Kita hat zu, natürlich. Die freuen sich sowieso über jeden Tag, den sie nicht mit Kindern arbeiten müssen. Also so was, ey. Gefragt hat, warum müssen eigentlich keine Kinder zum Elternabend? Ja, weil die stören einem allgemein. So ein Quatsch, ey. Also ich finde das furchtbar. Ich finde das nicht gut, dass sie diesen Feiertag nur in Berlin eingeführt haben. Finde ich gut. Natürlich schafft Berlin alles andere ab. Grundsätzlich finde ich es gut, dass wir mal einen Feiertag dazwischen schieben, aber na, obwohl als Selbstständiger finde ich das natürlich auch nicht gut, weil ich darf den Laden nicht aufmachen. Das ist ja auch dramatisch und ihr kriegt wieder keinen vernünftigen Vlog. Ein Feiertagsvlog. Feiertagsvlog. Den nur in Berlin Feiertagsvlog, ja, werden wir machen. Nur gefeiert. In Berlin. Ja, Christe, ne? Ja, kriegt die Malis erstmal ein blaues Auge von mir, ein Pfeilchen quasi, Blümchen zum Feiertag. Ja. Joa, liebe Leute, jetzt sieht's los im Gewerbe. Also, wie gesagt, ich habe mal ein bisschen über den Frauentag aufgeregt. Nicht wegen der Frauen, bitte, ja? Also nicht falsch verstehen. Nicht, dass die nicht auch einen Feiertag verdient hätten oder so. Mein Problem ist einfach nur, warum nur in Berlin? Was soll denn bitte? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Was setzt denn das für ein Zeichen? Gut, einer muss anfangen vielleicht damit. Damit die anderen nachziehen, kann auch sein. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt als erstes einen Check. Das ist ja hier immer das Problem bei den Rädern. Die werden einfach nur gefahren. Also die meisten Räder, die ich hier bekomme, sind einfach reine Nutzräder. Muss man so sagen, wie das ist. Gebrauchsräder. Und da muss man natürlich mal ein bisschen ran. Jetzt brauche ich meine Handschuhe und dann geht es los. Erste Aufgabe ist die Lichtanlage. Hier, die ist einfach locker. Die muss ich machen. Festmachen. Hier oben ist ein Kabel ab. Das hier am Schutzblechkontakt ab. Ich hoffe, dass die Schutzblechkontakte noch funktionieren. Das ist ja immer das große Manko bei den Dingern hier. Ja, also Licht, Dynamo festmachen, Schutzblechkontakt dran und hier ist das Schutzblech ausgebrochen. Ja, da werde ich den Rest, diese Bruchstelle hier entfernen und ein Stück weiter oben einfach wieder ansetzen. Ganz simple Geschichte. Das mache ich jetzt als erstes. Schalt wieder ein, wenn es erledigt ist und dann checken wir zusammen, ob es funktioniert. Ich würde auch gerne zeigen, tatsächlich, wie man das natürlich alles macht im Einzelnen. Also jetzt habe ich es hier rausgeschraubt, ja, das Bruchstück entfernt und einfach hier oben wieder rangeklemmt. Das hält, ja, muss man nicht das ganze Blech tauschen jedes Mal. Offensichtlich ist er da mal irgendwo hängen geblieben und dann ist es ausgeknackt. So, dann habe ich hier diesen Stöpsel hier da rausgenommen. Aus dem Schutzblechkontakt, den ein bisschen mit der Drahtbürste blank gemacht, weil die sind immer sehr oxidiert. Jetzt muss ich hier ein bisschen abisolieren. Dann wird das wieder reingesteckt. Dann kommt wieder der Propfen rauf hier, dieser Verschlussstöpsel. Und dann funktioniert es hoffentlich wieder. Das Problem ist, ich würde gerne alle zeigen im Detail und wie ich sie genau mache. Kann ich aber nicht, weil ich dann jedes Mal eben aufhören muss mit dem Arbeiten, um das zu erklären. Ich könnte es natürlich auch bei der Arbeit erklären, dann würde aber die Kameraführung nicht stimmen. Also insofern wäre total geil, wenn ich noch jemanden hier hätte, einen Kameramann sozusagen, der dann mal simultan, während ich arbeite, kann ich das erklären, aber ich kann dann weiterarbeiten und muss nicht immer pausieren. So dauern die Sachen eben ewig lange. Und deswegen kann ich auch eins der Dinge, warum ich nicht direkt immer zeigen kann, jede Sache zeigen kann, wie macht man es richtig oder wie macht man es vielleicht falsch oder so. Das ist, was ich euch auf alle Fälle jetzt mal zeigen muss, ist, was ich sehr, also ich habe noch nie so kleine Muttern auf der Achse sehen, als Achsmuttern. Das ist eine 10er Mutter oder so.
haben sie halt eine Schnellspannachse genommen und die haben sie dann einfach verschraubt, beiden Seiten. Sehr gut. Das ist mutig. Aber wahrscheinlich hält's, ne? Hält ja schon eine Weile. Ja, was wollte ich sagen? Seht ihr, alles wieder vergessen. Ihr wisst, was ich meine, mir geht die Zeit verloren. Die Zeit ist wichtig für mich, die brauche ich, weil der nächste Auftrag wartet dann eben meist schon oder so. Oder irgendwann will man ja dann auch nach Hause. Genial finde ich übrigens, was muss ich auch nochmal loswerden, genial finde ich, dass ihr euch mittlerweile anfangt, untereinander irgendwie zu unterhalten, zu kommunizieren. Das finde ich richtig gut. Also Kommentar gegen Kommentar, zack, 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 zack. Immer so, alle mit dabei. Finde ich richtig gut, dass das hier langsam eine Plattform wird, auf der man sich begegnet, austauscht über Sachen. Das läuft langsam darauf hin. Es ist noch nicht, na, ist natürlich nicht zu vergleichen mit anderen. Aber es ist schon recht cool. Ja, ich sehe, ihr versteht euch auch untereinander. Und ja, es macht Spaß, einfach anzuschauen. Also da brauche ich meinen Senf nicht auch noch dazu zu geben. Das mache ich jetzt einfach immer im Vlog. Also ich schreibe in Zukunft nicht mehr allzu viel, außer ist direkt irgendeine Frage oder so. Seid nicht sauer, wie gesagt, ich habe gestern bin ich eingeschlafen beim Cut-Setzen. Ich habe eine Szene gehabt, wollte auf den Knopf drücken und dabei habe ich so gezuckt, dass ich glaube dreimal geschnitten habe in dem Moment. So spastischer Anfall beim Schneiden, wegen Müdigkeit. Habe ich drin, jetzt schraube ich den Dynamo fest, lasse die Kamera kurz mal laufen und dann schauen wir mal, ob hier hinten das Licht leuchtet. Seht ihr was, was ich nicht sehe? Vorne läuft es, hinten nicht. Warum nicht? Okay, bei der Lichtaufgabe war da dabei, den Rest mache ich alleine. Das ist einfach so. Ich muss aufpumpen, halt das Übliche. Ich muss aufpumpen. Ja, ich muss hinten den Bremszug wechseln, Hinterrad. Mache ich jetzt mal in Ruhe. Ne? Den Bremszug wollte es eigentlich nicht getauscht haben, aber ich meine, guckt mal, seht ihr das? Guckt mal, seht ihr das? Guckt mal. Achtung, ich puste. Alles klar, jetzt mal tauscht man. So viel Dreck da drin. Ich habe gedacht, der zieht sich doch gar nicht mehr richtig. Und außerdem, hier vorne ist er gebrochen. Ja, aber das hat bisher immer gut funktioniert. Ja, gut ist, wenn ich fertig bin. Das kann ich doch beim Check nicht so lassen. Ich kann das doch nicht so lassen. Ganz im Ernst, ich kann doch nicht das Ding drin lassen. So. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Da oben gebrochen, hier gebrochen zweimal. Völlig rostig. Am anderen Ende auch gebrochen da. Das kann ich doch nicht drin lassen. Das ist das. Da fehlt den meisten so ein bisschen das Verständnis, oder das Verständnis dafür, wann es kaputt ist, oder eben die haben kein Geld. Ach ja, Rohrbruch bei Frau Hansen. Hat eine Mieterin hier gerade, Waschmaschine ist hier der Schlauch geplatzt und da ist kein Aquastopp drin. Kam so runter. Ja, jetzt muss es reklamieren, natürlich bei dem, der es angeschlossen hat, weil normalerweise gehört ja da so ein Aquastopp drin. Ich kenne das zumindest so. Ne? Dass wenn dann genau so was passiert, der Zulaufschlauch, wenn der Zulaufschlauch platzt, muss das Ding dicht machen, das Ventil. Hat's nicht. Die ganze Küche, alles unter Wasser, hat sie so hoch. Scheiße. Guck mal, wie das eiert. Was ist schuld? Fehlende Speiche. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Gleiche Position, gleich nochmal. Drei Speichen sind kaputt. Vielleicht noch mehr, muss noch mal gucken. So, einigermaßen. Nee. Da gegenüber vorher schon ein Gedicht. Das ist hier, das ist kein Fixie. Ist wie gesagt hier mit so einer Kickshift-Schaltung, also einer Zweigang- oder Automatik-Schaltung sogar. Der Nachbau der Sachs-Automatik. Und hier sind auch drei Speichen defekt, die ersetzt werden müssen. Es ist wie verhext. Und da habe ich gerade ein Rad zu reparieren, wo drei Speichen kaputt sind, zufällig. Ein zweites. Hier sind die. Jo, das Rad hier ist wie gesagt nicht teuer. Das ist hier F wie irgendwas.
Marke, ich weiß es nicht. Also alle recht günstige Teile. Aber eben genauso wie die Leute das wollen. Forelle. Forelle Müllerin. Forelle Müllerin Art ist das hier. Genau, es gibt dann auch noch Forelle Blau. Ich glaube, das ist halt nur nehmen, ne? Zusammengestückelt. Gut. Rad ist raus. Jetzt werden wir mal so eine Speiche rausnehmen. Decke runter. Speichen raus. 1, 2, 3. Die ist falsch eingezogen worden. Egal. Versuchen wir mal die Länge zu ermitteln. Zwei, 272. Ja. Zack. Immer, ich nehme immer eine Speiche als Hilfe, das ist einfacher. Bei so fetten Hohlkammerfelgen, da fällt sonst der Nippel in die Hohlkammer. Die sind ja auch nicht geöst und so. Sonst wäre es nicht so schlimm, also doppelt geöst. Da kann der nicht links und rechts drin fallen, aber bei so einer fetten Hohlkammer, da fällt die manchmal hin, den Nippel, den kriegst du dann kaum noch raus. Deswegen nehme ich immer eine Speiche als Hilfe zum Einführen. Sogenannte Einführhilfe. So, jetzt mal hin kurz, der kommt dann von unten und zwar aus jeder Richtung. Denk schon mal, da hält das. Der da außen vorbei. Klappt das nämlich besser mit dem. Ach, Mensch, kann der nämlich nicht wegrutschen. So, das ist gut. Kann ich jetzt nicht verballern. Gut, fertig. Eingebaut ist, zentriert ist, kann man gut erkennen, die neuen. Schwarze Nippel, silberne Speiche. So, next. Frühstück, Käsestulle, Vollkornbrot, ohne Butter. Dazu gibt es Apfel mit Kamillentee. Hinterrad Schutzblechschraube. Ja. Doch gleich. Ja, Kleinstreparaturen. Kleinstreparaturen muss ich mir auch angewöhnen, halt Geld zu nehmen. Habe ich jetzt zu der Dame gesagt. Weil hier komme ich nicht ran vernünftig. Hier fehlt die Schraube im Blech. Ist halt rausgefallen. Und ich komme da nicht ran, um vernünftig gegenzuhalten. Ja. Bei mir heißt also Hinterrad raus. Oder zumindest so weit raus, dass ich da rankomme. Kleinstreparaturen werde ich jetzt 8 Euro nehmen. Immer 8 Euro pauschal. Wenn ich es mit drin nehme, in den Laden und die eigene hier. Das ist für manche nämlich so viel, dass sie das denn doch vielleicht selber machen. Und Kleinstreparaturen halten ja auch auf. Ah, jetzt mal den Zinnober rausmachen, den sie da drin gemacht hat.
Das waren ja noch 10 Minuten bei mindestens, bei der ganzen Aktion hier. So, jetzt kommt man auch ran. Aber seht ihr, das ist halt das, warum das in Zukunft jetzt so Geld kostet. Warum das Geld kostet? Weil es wird ja auch eine gute Arbeit. Jetzt ist richtig fest, siehst du? Hochfest. Hochfest. So. Jo, ja, das war's. Siehst du, abzüglich die Quatsche, eine Minute. Jetzt sind wir bei 8 Minuten. Noch ein bisschen was. Und jetzt wird aufgepumpt. Das funktioniert. Bremsanker fest. Ein bisschen Luft. Ja, der ist ja noch aufgepumpt. Und dabei wird festgestellt, gleich der nächste Auftrag. Nehme ich hier vorne. Schaut doch mal. Schaut doch mal selbst. Zack. Da. Der Mantel ist gerissen, der muss ersetzt werden. Oh. Na, ich schau mal, ob ich so einen Mantel überhaupt da habe. Dann würde ich den Tausch auf alle Fälle anraten. Was, ohne Fleisch? Also ich hatte so Fleisch. Musst du durch. Jetzt muss sie kommen. Ja, womit? Ach, mit der Wendela. Was? Wendela Wendewurz? Dann muss sie weg von der Schule, oder? Wenn die sowas sagt. So, was ist jetzt? Schick. Fast alles. Ja, willst du sterben oder was? Nee, aber so Flohmarkt mache ich nicht mehr. Ach so? Lohnt sich gar nicht mehr. Wir haben nur ja Lustrott. Du gehst nicht mehr einkaufen. Ich gehe nicht mehr einkaufen. Was Lustrott gibt, dann kaufe ich mir über 2 Kästen Bier. Von Tag ein und dann ist gut. Naja, ist doch wahr. Das ist deine Rente, Bier. Oder was? Nö, und gut essen. Und gut essen. Bier und gut essen. Ja. Wann hast du geöffnet? Am 1. Am 1. März, ja. Ja. Am 1. März? Ja, hattest du ja. Am 1. März war ich hier. Punkt 1. März, 9 Uhr, war offen. Oh. Wo hast du jetzt einen? Thorsten ist zu kalt hier, der Rotley ab. Wahrscheinlich. Ich pump noch auf. Der schleift ja auf dem letzten Loch sonst. Der tote Lastenrad. Oh, der Lastenrad. Muss man ein bisschen nutzen. Für die Pfandflaschenaktion machen wir das. Haha. Ja, haha. Ich freue mich schon darauf. So ein Special. Vielleicht am Freitag gleich. Feiertag, wisst ihr ja. Aber nur Berlin. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache, was das wird, aber irgendwas mache ich jetzt damit, mit dem Holz hier. Mal schauen.
Ja. Ha. Oh. Hermine Granger. Na, wie geht's? Nö. Hm? Was sagst du? Geht's es gut? Mir geht's gut. Und dir? Wie wär's? Wie war's? Gut. Spaß gemacht, ja? Ich konnte heute nicht heiraten. Warum nicht? War zu voll. Oh. 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 Da war zu voll. Na Gott sei Dank. Konntest du heute nicht heiraten? Ja. Wäre fatal, wenn du jetzt verheiratet wärst. Das wäre doch schlimm. Papa, ja. Ich habe was gerade im Bus vergessen. Was denn? Mein Zauberstab. Aber den kriegt man dann wieder morgen. Upsi. Muss man mal anrufen. Dann. Wie kann man denn den Zauberstab vergessen als Hermine Granger? Wie kann man denn diesen Zauberstab vergessen? Was hast du denn jetzt geschnitten? Du musst mal da anrufen beim Fahrdienst, die hat sie einen Zauberstab im Auto vergessen. Du bist gerade gekommen, deswegen. Ja, aber das ist doch keine Handynummer. Anuka! Ja Mensch, sind ja doch schon 3 Stunden wieder zusammengekommen an Filmmaterial bis jetzt. Obwohl ich dir drastisch reduzieren wollte. Ich werde es einfach nicht packen mit dem Schneiden eigentlich, weil ich dann dabei einnicke. Bin unfähig. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist denn wahrscheinlich diese Monotone, weil die dann doch nur letztlich am Monitor sitzt. Ich würde schon länger durchhalten, wenn ich arbeite hier. Da würde ich bis 1 Uhr, 2 Uhr morgens machen können. Überhaupt kein Thema und doch länger. Aber am Computer geht nicht. Also das hast du gemacht. Das habe ich gemacht, ja, genau. Das ist ja der normale Schick. Genau, der normale Schick. Das ist der normale Schick. Bremse? Genau, Bremse. Das hast du aufgetaucht. Bremse. Na klar, funktioniert es. Ist ja auch so, dass man sich so dran gewöhnt. Total. Ja, die erzählen mir weit vom Pferd. Stoßt mich nicht ab. Gebt mich nicht ins Altersheim. Nein. Tommy wird alt. Tommy wird alt, alt, alt. Wenn ich irgendwann nicht mehr sehen kann, dann muss jemand anders ran. Schöner Spruch. Wenn ich mal nicht mehr sehen kann, dann kommt jemand anders ran. Ja. Ja, da war ja eigentlich gut zu tun heute wieder. Unglaublich. Ich würde mal sagen, dann sehen wir uns gleich kurz nochmal um, wenn ich dann mein Abendbrot einnehme. Und vielleicht nochmal gucke, was es an Kommentaren gab von gestern. Falls da irgendwas Wesentliches bei ist. Sei ich nicht sauer, dass ich jetzt zur Zeit gerade nicht tagsüber irgendwas beantworte. Oder irgendwie ringucke. Ich arbeite. Ja? Aber jetzt seht ihr ja. Gut. Wir sehen uns gleich oben. 21 Kommentare. Na, ist schon besser. Ja, du hast jetzt viele Kommentare immer, ne? Die letzten Tage.
Das lila Giant ist schick. Hast du recht. Die Reaktion bei 26,47. Super. Schön war das. Aber ich rassel Bande erst mal ein paar Tage an der Decke und finde euch, könnt euch lasse so richtig aus dem Leben weiter so und Grüße aus dem Deister-Süntert-Tal zwischen Hameln und Hannover. Hameln? Ach, ich schaue gerne die Vlogs aus Tommys Fahrradkeller. Ach, ist das schön. Danke. Ist das schön, so nebenbei. Bei dem Kennedy würde ich meinen, dass die Kurbellinie nicht stimmt. Würde ich auch denken. Falsches Innenlager oder die Distanzringe nicht richtig drin. Meine Rede. Habe ich zu ihm geholt. Entschuldigung, habe ich zu ihm auch gesagt. Er meinte, na, ist schon okay. Das musst du. Habe ich so eingebaut. Da ja Dennis wieder am Start ist. Oder irgendwie auch nicht. Mhm. Ist weg. Oder irgendwie auch nicht. Aber Dennis wieder am Start ist, habe ich meine Frage. Die Aktion, der Baum ist weg, war nur ein Lückenfüller oder wird da nochmal was kommen? Ich habe eigentlich was anders gedacht. Eigentlich war es anders gedacht, ja. Aber jetzt ist es halt tatsächlich so, dass es so aussieht, als wäre es nur ein Lückenfüller gewesen. Du warst der Lückenfüller. Genau, ich bin immer der Lückenfüller. War wieder eine echte Weltfolge, Tommy. Danke. Liebe Grüße aus dem heimischen Fahrradkeller, Amateurwerkstatt Ringo. Weitermachen. Stehen Sie stramm. Super Block. Klar, ist eine Menge Arbeit, das zu rechnen. Das ist es. Blumen im Faschingskostüm, einfach nur bezaubernd, ja? Haben wir das gestern drin, ja? Na, morgens bestimmt ganz gut. Der fehlende Zahn ändert daran nichts. Auch ohne Kostüm ist sie jedenfalls prima mit klargekommen. Am Cannondale Mountainbike wird es wohl tatsächlich der falsche Umwerfer sein. Dreifach anstatt zweifach. Auch da der Schalthebel doch ebenfalls für zweifach Blatt vorgesehen ist. Einige Komponenten wurden ausgetauscht, auch das Tretlager. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Hat das Tretlager die falsche Länge? Verursacht damit zu schräge Kettenlinien oder schläft man am Umwerfer? Ja, vielleicht liegt es wirklich nur am Umwerfer. Der lässt sich ja doch relativ schnell austauschen, wenn man eben tatsächlich den richtigen Bolzenabstand bestellt. Aber ich habe mich ja da. Ich bin ja da bei dem Kunden, auf den Kunden angewiesen. Das Lichtkabel innen verlegt, super gemacht. Musste ich noch nie, hab's mir ziemlich kompliziert vorgestellt. Hier hat's sehr schön geklappt und wahrscheinlich wieder bei kleinem Preis. Ja, auf alle Fälle. Eigentlich kostet sowas 48 Euro übrigens, wollte ich nur mal sagen. Meine Anerkennung, sehr schön, danke. Wunderbar, danke euch. Oh, hallo Tommy, ich bin schon seit langem ein stiller Verfolger. Habe schon eine Menge Tipps und Kniffe erlernt. Was mich interessiert, kommen auch Leute mit ihren Fixies zu dir, beziehungsweise was hältst du von Fixie-Bikes? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ja. Und nein. Leute kommen manchmal mit ihren Fixies zu mir, aber die Fixies, mit denen die kommen, von denen halte ich gar nicht. Das muss ich mal dazu sagen. Das ist der größte Husten. Ganz schlimmer wieder. Sacken schwer, schlechte Teile. Einfach nur, um drauf zu schreiben, Fixie, verkauft. Gebaut und verkauft. Gibt ohne Bremse. Simpel. Ja, man muss es halt fahren können. Das ist eben die Kunstarbeit. Man muss es auch fahren können. Und, Tommy, hast du mal drüber nachgedacht, bei der Critical Mass in Berlin für dich Werbung zu machen? Bei uns in Bielefeld fahren jeden Monat ca. 100 bis 150 Leute, aber in Berlin bestimmt 1000. Ich glaube auch, das sind mittlerweile richtig viele. Tja, Werbung, also tatsächlich ist es so bei mir, dass ich wirklich, ihr glaubt es nicht, aber ich bin froh, wenn ich Feierabend habe. Und deswegen, und außerdem fängt die an, wenn ich noch offen habe. Ich glaube, die treffen sich schon, die kommen ja manchmal, sind sie letztes Jahr vor der Critical Mass auch zu mir gekommen und haben noch ihre Räder aufgepumpt oder schnell irgendwas reparieren lassen, Plattenreifen oder so. Ich muss nachher zum Critical Mass. Ja, Werbung, das wäre mal was. Könnte Dennis hinschicken natürlich, wa? Er ist ja selber die Critical Mass, eigentlich. Ich mach Feierabend, ich muss mir mal die Pfoten waschen, ich muss mal noch was essen. Die sind ganz schön schwarz. Ja, Entschuldigung. Aber ich hatte Hunger. Mann. Sehr gut, noch angemeckert. Komm nach Hause, wird gleich angemeckert. Ja, hast du recht. So, also gute Nacht, macht es gut, bis morgen. Wir sehen uns. Ciao, euer Tommy. Tommy.